Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Jo, wir haben in der letzten Folge, was war in der letzten Folge? Ah ja, ich glaube das Erdbeben. Genau, das Erdbeben war in der letzten Folge relativ am Anfang und wir haben so ein, zwei Probleme versucht zu bekämpfen und haben hier den Kreisel gebaut und die Überführung und haben jetzt die Idee, die Bevölkerung zu bekämpfen. Also jetzt nicht in dem Sinne. Im Sinne von, dass wir die Bevölkerung von zu Fuß zu öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen. Jetzt ist halt die Überlegung, wie wir das am schlauesten bauen. Leute, ich habe jetzt überlegt, dass wir hier einen Punkt hinsetzen. Hier vorne einen Punkt hinsetzen. Hier in der Mitte einen. Hier drüben ganz außen und dann hier vorne wieder ein bisschen mittiger ein. Dann ist das schon mal ein Kreis. Und dann kommt hier außen noch so ein Punkt hin. Hier unten nach hier drüben. Hier unten einer. Hier vorne, hier drüben. Relativ zentral würde ich es eigentlich setzen. Hier so. Und dann können die noch nach da drüben irgendwie in diesem Industriegebiet hier ganz easy. So. Das müssen wir jetzt alles mit so ein paar U-Bahn-Stückchen verbinden. Ich würde sagen, wir machen mal die grundsätzliche Linie. Zack. So. Bedeutet, du gehst auch so ein bisschen nach vorne. Wir machen jetzt mal nur die geraden Stücke, damit wir die Kurven einsetzen können dann. Ich habe keinen Plan, ob das funktioniert. Ich hoffe mal. Muss ich gar nicht mehr so allzu weit vor. Dann setzen wir das gleich hier unter die Straße. Dich hier so hin. Dich hier so hin. Ach, hey, Emini. Und dich hier so nach vorne. Und dich hier so hin. Und jetzt tun wir die Kurven einbauen. So. So. Und die hier drüben geht irgendwie so dran. Und du gehst hier so. Ich bin doch kein U-Bahn-Bauer. Probier's nur. Bei mir wird alles irgendwie eckig und kantig. So, warte mal, so davor und dann hier rüber. Oh scheiße, die ist ja voll weit draußen. Warte mal. Die geht hier rum und macht den Schlenker nach hier drüben. Du bewegst dich so. So. Und jetzt muss die U-Bahn. Och du Scheiße. Kann man die. Jo, kann man. Elegant. Weil die muss jetzt hier ab. Und hier rüber. Damit die mit der Joining. Damit die da so Joining. Alter. Was brauche ich denn für eine scheiß U-Bahn eigentlich? Ich weiß es nicht, aber sie sollte hoffentlich funktionieren. So. Jetzt tun wir gleich mal drei Routen hinter. Alter, was ist das? Das schaut aus wie ein Hammerkopf. In einer Minecraft-Hahn mit einem halben Hebel. What the fuck? Okay, Route etablieren. Von hier nach dort, hierhin, davor und wir hier das stoppen. Du gehst nach da drüben.
vielleicht die teuerste Route, die ich jemals bauen werde. So, und jetzt neue Linie hinzufügen. Nach da vorne. Hier in den Industriebereich. Wieder zurück. Und hier wieder halten. Gottes Willen. Und startet das System. Aus irgendeinem Grund sterben hier Leute. Und ich habe keinen Plan, wieso. Und ich habe... Ein Verstorbener muss transportiert werden. Das würde ich jetzt Pech nennen. Yoga-Garten bringt dir nicht so wenig. Öffentliche Schwimmpool auch wenig. Ein Rettungshubschrauber, die Pokel, bringt dich ja auch wenig. Aber hier unten noch vielleicht so einen kleinen, aber feinen Totengarten. Hier irgendwo liegt ein Toter angeblich. Aber das Problem ist, dass die ganzen Leute hier irgendwie... Sollte ich das mit Ampeln regeln? Stadt braucht mehr Wasser. Wieso hat mich mir das irgendwie gedacht? Weil es immer so ist, das genau dann... Wir tun jetzt hier ein paar liebere rein. Paar umweltfreundliche. So. Wasser ist da. Abwasserklärung hat sich irgendwie nicht verbessert. Doch, hat sich auch verbessert, Jolo. Warum ist hier einer? Alter, was ist denn hier schon wieder los? Die fahren nach hier hinten, nach hier vorne. Hier rein und wollen dann hier raus. Um auf die andere fucking Seite zu kommen? So, und die biegen jetzt hier ab. Ja, die wenden hier. Hä? Was habe ich denn für eine komische Anstalt hier gebaut? So, warte mal. Hey, was habe ich denn da veranstaltet? So, die... Lass mich die Scheiße auswählen. Das ist ja hier Straßen verwalten als irgendwas anderes. So, du gehst nach da drüben. Du biegst nach hier ab und fährst geradeaus. So und so. Du nur nach da drüben. Und du biegst ab und gehst geradeaus. So. Jetzt haben wir schon mal das Problem gelöst. Was zur Hölle habe ich denn... Warum sind hier LKWs unterwegs? Okay, das scheint so Post zu sein, scheint mir. Aber ich glaube, so langsam wird sich das jetzt auflösen. Wenn sich der Verkehr so ein bisschen reguliert hat. Und zwar, indem wir uns wieder mal drum kümmern und sagen, du biegst nach hier ab. Du bist Abbieger und nach da drüben. Und du biegst nur nach hier drüben ab. Dann bist du Abbieger und geradeaus. Und du bist rein hier rüber. Und du gehst hier hin. So. Und Verkehrsproblem, glaube ich, gelöst. Yes! Oder auch irgendwie... What the fuck? Nicht schon wieder so ein Scheißproblem, ey. Okay, nochmal das Ganze von vorne. Du biegst nach hier ab. Du bist nach hier drüben und nach hier abbiegen. Du biegst rein nach hier drüben ab. Genau dasselbe mit dir. Nach da drüben und geradeaus. Und du gehst nach hier drüben. Hopp. Und jetzt haben wir hier einen Stau. Oh, oh. Müllberge, ihr könnt mich mal gerade. Ich habe gerade irgendwie ein anderes Problem außer Müllberge. Recyclingzentren, okay. Dann kriegt ihr halt noch ein paar Recyclingzentren. Ist mir jetzt auch gerade scheiße. Mir ist es gerade Wumpe. Ich muss gerade irgendwie schauen, dass ich das Problem hier löse. So, warte mal. Also, jetzt hat sich der Verkehr aber beruhigt. Ist es schon wieder ein Ampelverkehr? Ich hasse Ampeln. So, warte mal, wo sind die Stoppschilder? So. Ups. So sollte das sein. Und natürlich wieder Kreuzungsregeln. Kreuzungsregeln gibt Gummi. Vor allem, das staut sich bis nochmal fucking da drüben.
die Leute da reinbiegen wollen. Ich baue hier noch einen extra separaten Kreisel, ich schwöre. Ich baue jetzt hier einen scheiß Mini-Kreisel, mir ist scheißegal. So, warte mal, wir tun erstmal die Gebäude hier weg. Ja, das ist euer eigenes Problem. Wenn ihr hier Scheiße verzapft, dann muss ich euch halt einen Kreisel hier reinmachen. So. Die komplette Ecke jetzt hier. Oh, da ist die U-Bahn-Station. okay, jetzt müssen diese Gebäude hier weg. So. Dann kommst du doch mal mit. Und dann brauchen wir jetzt hier einen Kreisel. Und dafür bin ich für einen zweispurigen kleinen Kreisel. So. Das ist die Mitte. Bitte, wir machen nach hier 120, nach hier 120, nach hier 120 und nach hier 120. Wie gesagt, es soll ein kleiner Kreisel werden. Nicht mehr und nicht weniger. Aber in welche Richtung fahren denn die Autos? Bedeutet so rum. Ist der zu klein? Wollt ihr mich jetzt gerade echt verkacken? Wenn ich das so versucht zu machen? Wir machen so einen richtig schönen Kreisel, ne? So einen richtigen Luxuskreisel machen wir jetzt. So. Also eigentlich ein Assi-Kreisel, wenn man es so richtig bedenkt. Oder auch ein Halbmondkreisel. So, warte mal. Normale Straßen. Ich bin so auf den Sack, ey. Mir ist schon lange nicht mehr ein Spiel so auf den Sack gegangen, während ich versucht habe, irgendwas zu bauen. So. So. Und dann die Anbindung von der hinten von der zweispurigen Straße. Ein bisschen kreiselförmiger. So, damit der Kreisel auch nicht blockiert wird, setzen wir jetzt hier noch ein Fußgängersystem drüber. Mir ist es scheißegal, wie lange das dauert. Das wird jetzt alles fertig gemacht. Ich hasse es, wenn diese Punkte irgendwo sind, aber nicht da, wo ich es hinhaben will. So. Das Witzige ist, dass es echt an jeder Punkt ist. Zack. Ja, halt noch ein bisschen höher. Dann halt hier so. Dann gehe ich nach hier drüben. Nach hier. Dort, hier. Ach Gott, falsch. Aber warum? Hey! Ihr solltet. What the fuck? Du musst das aber wieder ein Stück runter, das ist ja uncool. Eigentlich ist es ja cool, aber hey. Das stand nicht so im Vertrag. Und jetzt muss jedes Ende irgendwo runterführen. What the shit in hell? Muss ich da jetzt ernsthaft so weit ranzoomen, damit das hier genau auf den Punkt. Das bindet sich hier automatisch auf. Das sind diese scheiß Straßennetzteile, Straßenvorgabe. So. Warum geht es jedes Mal hoch? Ich hätte diesen Mod nie installieren dürfen. Der macht mich gerade aggressiv, ey. Ich schwöre. Macht sich einfach fucking aggressiv. So. Ich hab's geschafft. Ich hab alle Gebäude neu platziert. So. Hier noch und hier noch und hier.
hier darf jetzt noch alles so richtig schön. So. Und jetzt muss ich noch die... Oh, jetzt muss ich die ganze Schaden wieder machen. Warte mal. Regeln. Kein Fußgänger. Kein Fußgänger. Kein Fußgänger. Warte mal, hier Gas geben. Hier Gas geben. Und hier Gas geben. So, hier. Vorfahrtsstraße, Nachfahrtsstraße. So. Jetzt sollte sich doch der Kreisel langsam beruhigen. Oder halt, sobald sich der ganze Stau hier auf... sobald sich der Stau halt aufgelöst hat, ne? Das wird aber kein kürzerer Stau gerade. Das ist halt... Also ich mag mal anmerken, der führt gerade bis hier. Bullshit. Kann ich die Richtungsvorgaben nicht so machen bei jedem Stück, dass ich sage, du darfst abbiegen, du darfst abbiegen, du darfst abbiegen und du darfst abbiegen? Oh, jetzt läuft um einiges flüssiger. Oh, wie schön. Und es sollte hoffentlich eins unserer größten Stauprobleme aktuell mal lösen nach einer Zeit. Hoffe ich. Also der Stau geht nur noch bis hier, das ist schon mal gut. Und er löst sich gefühlt auf. Nachdem aber kein Müllwagen durchkommt und der Krankenwagen genauso wenig, habe ich noch ein bisschen weniger Hoffnung aktuell. Darf hier der Müllwagen hin? Ich weiß es nicht. Wie schaut es eigentlich mit unserer U-Bahn aus? Das können wir zum Ende dieser Folge schon nochmal schnell nachschauen. Unsere U-Bahn macht 1000? Oha, wie schaut das? What? Es läuft besser als gedacht, aber okay, na klar, die Leute müssen auch irgendwie mal hier rein, ne? Und dann warten die natürlich und ein paar Leute müssen auch zur Arbeit. Aber ich würde dann hier draußen vielleicht eine Zugstation machen, die hier hinterfährt. Und das hier bräuchte ich gleich eine eigene Müllverbrennung noch schnell. Also kommt hier noch eine Müllverbrennung hin, die sich schnell darum kümmert. Dass die ganze Müll, der ganze Müll hier wegkommt. Aber Leute, das war's für diese Folge. Das Müllproblem, das irgendwie mittlerweile über die ganze City hereinfällt, wie es ausschaut. Also ich sehe viele Punkte, wo der Müll nicht abgesammelt wird. Was nicht so ganz cool ist, das Problem lösen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.